Was ist letzte Nacht passiert? In dieser Nacht hatte ich mich bei einem Unfall ziemlich verletzt. Können Sie mir helfen? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Ihre Hilfe. Es tut mir leid. Bitte gehen Sie weg. Bitte, ich muss nur mal kurz telefonieren. Nur einen Anruf, okay? Was ist letzte Nacht passiert? Mein Mann Shekar kam oft spät nach Hause von der Arbeit. Ich war allein zu Hause. Das ist ein Fall von großem öffentlichem Interesse. Das ist Vikram Sethi. Jetzt droht ihm eine Anklage wegen zweifachen Mordes. Zuerst seine Frau, Katharine Sethi, und dann dieser Anwalt, Shekar Sina. Wieso musste Shekar sterben? Ich habe Shekar nicht getötet. Wieso denken Sie, dass Vikram Shekar ermordet hat? Jemand, der seine Frau umbringt, schreckt nicht davor zurück, eine fremde Person zu töten. Ich hatte keinen Grund, aggressiv zu sein. Sie war sehr freundlich. Ich habe den Drink mit Vikram nicht aus freien Stücken genommen. Bitte schließen Sie die Tür. Bitte schließen Sie die Tür. Dann komm doch runter und sag mir, wie Sie zugehen. Sir, ich versuche Ihnen zu sagen, ich habe Shekar nicht ermordet. Sie haben schon eine ganze Menge gesagt und nichts davon ist wahr. Mann, was stimmt mit euch nicht? Ich sag doch, dass der Tisch zerbrochen war, das Portemonnaie lag da und... Ganz ruhig bleiben. Fahr dich mal lieber runter. Ansonsten... Ich denke, es gibt drei Seiten zu dieser Geschichte, wissen Sie? Die Seite von Vikram, die von Maya und die Wahrheit. Und die müssen wir finden. Weil es Sie überhaupt nicht interessiert, die Wahrheit zu erfahren. Da war noch jemand in dieser Nacht.